Industrie bedeutet für mich, dass das die Grundlage unseres Wohlstands ist. Wir sind ein ganz starkes Industrieland und wir haben in den letzten Jahren ja erlebt, dass es in vielen Ländern Europas sehr schlecht ging, dass sie große Probleme hatten, Stichwort Euro-Krise und anderes. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die sich von der Industrie verabschiedet haben. Und das sollten wir niemals tun. Wir sollten die Industrie, die ganzen Wertschöpfungsketten hier bei uns im Land halten. Und dafür sollten wir gemeinsam arbeiten, nicht nur als Politik und Wirtschaft, sondern mit allen Bürgerinnen und Bürgern.